Willkommen zusammen zu einer weiteren Fahrt im TSW 2, heute in der Baureihe 422 auf der Strecke bzw. auf der Linie der S8 von Wuppertal-Steinbeck nach Hagen. Wir starten das Ganze auch mal, schalten uns das HUD an, machen die Türen links auf, müssen allerdings den Fahrtrichtungswender, die Vorwärtsstellung. So, die Türen gehen auf, das ist schon mal gut. Dann gucken wir, was wir eben noch so alles aufrüsten können. Machen uns die Sonnenblenden runter. So, dann gehen wir einmal rüber zu diesem Panel hier vorne. Machen die PZB an. Federspeicherbremse ist gelöst. Sifa an. Fahrgastraumlüfter an. Ja, wobei, bei dieser Kälte braucht den, glaube ich, keiner. Gehen wir kurz ins FIS. Routenangabe. Zugverband. Gehen mal weiter. Aber wobei, das können wir gleich während der Fahrt machen. Wir müssen, glaube ich, schon losfahren, ne? Ach, wir hätten die Türen gar nicht aufmachen müssen. Ja, dann fahren wir mal los. Ausfahrt mit 50. Wir befreien uns. Oh. So, also wir sind auf der S8 heute unterwegs. Gibt's hier nicht? Achso, das ist der Fahrplan von Hauptstrecke Rhein-Ruhr, kann das sein? Interessant. Na, dann sind wir jetzt auf der S1 nach Essen. Sind wir zwar nicht, aber. Wo ist der Sander? Da. So, Tür auf. So, was können wir uns hier noch einstellen? Gucken wir mal, was das sonst noch hier so gibt. Machen wir uns die Leuchte an, gehen aber runter mit dem Dimmer. Das Display ist nicht weiter konfigurierbar. So. Lautsprecher brauchen wir nicht, auch wenn wir das witzigerweise drücken können. Leuchtmelder machen wir uns noch an. Türen zu. Wir blicken aus dem Fenster und fahren los. Achso, ist das Spitzensignal an? Nein, Schande. Okay, wo können wir die Spitzensignale ändern? Hier. Ups, wir sind zu schnell. Das ist okay. Machen wir Fernlicht an. Die Lichter am TSW sind sowieso nicht allzu funktionsfähig. So, 90 dürfen wir jetzt gleich, wenn der komplette Zugverband drin vorbei ist. Fahren in Doppeltraktion. Und fang an zu bremsen. Vielleicht ein bisschen stärker.
War ein bisschen zu stark. Und Türen auf. Jo, gesamtes Fahrzeug am Bahnsteig. Kann auch mal das Fenster aufmachen. Aus dem Fenster rausblicken. Alle Personen sind weg. Keiner hängt am Zug. Und Fenster hoch, ist es kalt. Wir halten in 1,9 Kilometern. Wir dürften 100 km/h fahren. Wir sehen, wir kommen sehr schnell ins Schleudern. Aufgrund der Witterungsbedingungen. Wir fahren jetzt in nächster Zeit häufiger, ihr habt es schon bemerkt, Szenarien im Schnee. Ich finde es eigentlich ziemlich passend für die Jahreszeit, auch wenn es ein bisschen, zumindest in einigen Teilen Deutschlands, etwas zu warm ist für den aktuellen Monat, für Anfang Januar. Das ist zumindest der Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, Anfang Januar. Anders rauskommt. Das dauert manchmal, je nachdem, gerade zwischen den Jahren. Ich finde die Formulierung ganz grauenvoll, aber gerade zwischen den Jahren hatte ich persönlich ein bisschen mehr Zeit. Deshalb konnte und kann ich gerade ein paar mehr Videos aufnehmen. Wann die allerdings dann veröffentlicht werden, das ist dann eine andere Frage. Und perfekt beim Stoppmarker. Türen auf. Und wir sollen bis 17.05 Uhr und 25 Sekunden warten. Ah, man sieht, hier sind auf jeden Fall die Rush-Hour-Passagiere mit drin. Der Kollege hier mit dem falschen Stromabnehmer fährt. So, wir haben noch eine Minute Standzeit hier in Wuppertal-Barmen. Ach, ich habe die Fahrgastraumbeleuchtung nicht angemacht. Machen wir gleich. So, wir können dann schon mal... Was? Die Türen zu machen? Was? Bitte? Und hier fahren wir nach Nicht-Einsteigen. Bei der Einfahrt.
sehr interessant, dass bei uns hier vorne am ZZA Essen steht. Beim hinteren Führerstand ist es Frankfurt. Und der zweite Triebzug zeigt nicht einsteigen. Jo. Also wenn man sich nicht entscheiden kann. Und witzigerweise stimmt ja keins von den dreien. Ne? Weder nicht einsteigen, noch Frankfurt, noch Essen. Eigentlich fahren wir nach Hagen. Ich glaube, auf der S8 fahren auch keine Züge der Baureihe 422 mehr. Ich glaube nicht einmal, dass momentan DB Regio die Züge fährt. Ich glaube, die Züge werden von Abellio betrieben und das sind Flirt 3 Züge. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Interessant hier, dieses Stück Weiche. Hat jemand hier liegen lassen? So, 40 an Bahnsteigsmitte und dann halten wir am Signal an der Harthafel. Türen auf. Ach, der Sander ist die ganze Zeit an, ne? So, wie lange sollen wir hier warten? Gar nicht. Wir hatten schon. Ist das der gleiche RI? Ja, das ist schon wieder der mit dem falschen Stromabnehmer. Kollege, was ist denn mit dir? Was ist denn los mit dir? So, Türen zu. So, am Zug hängt keiner dran. Ups, das war zu viel Leistung. Da haben wir schon gehört. So, ich habe nicht gesehen, was das Signal angezeigt hat, aber wir können uns befreien und dürfen 60 fahren. Ich muss sagen, von der Umsetzung her ist der 422er gut gelungen. Den Zug kenne ich aus Realität, die Sounds kenne ich aus der Realität. 120 dürfen wir ab hier fahren. Und mir persönlich gefällt der Zug im TSW, die Umsetzung des Zuges im TSW. In Realität bin ich ehrlich gesagt nicht so ein großer Fan vom 422er. Halte ich einfach nur für eine lange, sehr ungemütliche U-Bahn. Eieiei, diese Steigung hier. Also die Steigungsprofile müssen auf dieser Strecke doch noch mal überarbeitet werden. Da ist echt Potenzial. Sagen wir, da ist Potenzial. So, gehen wir in die Bremse, Sander an. Das zählt. Unnötiger Verbremser. Na, das geht noch. Ups, wir hängen in der Brücke. Schön, oder? So die Geräuschkulisse hier. Haben wir hier eine Lok irgendwo rumstehen? Nee.
Trainspotten wir hier mal. Huch, das war mein Handy. Hätte ich auch ruhig auf leise schalten können zur Aufnahme, aber ihr wisst, ich bin ja bestens vorbereitet. Vmax von der Kiste sind, glaube ich, 160 sogar, oder? Oder sind es nur 140? Das war doch mal ein gutes Bremsmanöver, oder? Bin begeistert von mir selbst. So, was ist hier mit dem mit diesem Melder hier? Der ist so ein bisschen komisch drauf. So, oh, wir sind zu schnell. Nee, gar nicht. Wir haben einfach nur zu viel Leistung aufgeschaltet. Aha, Moment. Gott, ist der Sieferton nervig. Den Ton will ich heute nicht mehr hören auf dieser Fahrt. Wir müssen etwas härter in die Eisen. Sander ist aber noch aktiviert. Gut, das hat geklappt. Achso, ich habe vergessen, die Fahrgastraumbeleuchtung anzuschalten. Sorry. Steht hier irgendwo die Vmax dran? Ich glaube nicht. Ja. Ja, eh nach Frankfurt am Main. Geil.
Und einmal in die Unterführung mit 80. Dann den Scheibenwischer aus. Mit Shift V muss ich. Aha. Okay. Ich habe jetzt nur auf V gedrückt, das hat die Geschwindigkeit erhöht. Ich dachte, wenn man oft genug ausdrückt, dann geht er auch wieder aus, aber mit Shift V senkt man dann wiederum die Geschwindigkeit vom Scheibenwischer. Okay, Gevelsberg Quest in 2,5 Kilometern. Das sieht ein bisschen komisch aus. Aber gut, generell bei. Ich bin halt, auch wenn wir jetzt etwas häufiger im Winter gefahren sind. Na, geh aus. Shift V. Ich kann es nicht mehr runter machen. Ich verstehe es nicht. Wie mache ich denn den Scheibenwischer aus? Wo ist denn überhaupt der Scheibenwischer? Den Scheibenwischer gesehen. Ich übersehe den die ganze Zeit. Kann das sein? Hier unten. Ah. Er ist aber immer noch an. Ne, jetzt nicht mehr. Falscher Schalter. Na. Und da sind wir ordentlich ins Rutschen gekommen.
Ja, je nach Frankfurt. S1 nach Essen. Hä? Ja, je nach Frankfurt. Ja, je nach Frankfurt. What? Und auf der anderen Seite? Frankfurt. 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 Essen. Wie? Wie ist das möglich? Wie kann das sein? Das habe ich noch nie gesehen. Ja, ist auch egal, aber also ich glaube, ich habe da irgendeine Mod sicherlich installiert und da gibt es dann irgendwelche Zusammenhänge auf ganz offensichtlich, die ich nicht verstehe. Ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, ehrlich gesagt, aber ich finde es eigentlich ziemlich lustig. So, wir gehen hoch auf die 100. Einmal ganz kurz, ja, sagen wir bis zu 90 vielleicht. Lassen rollen. Und bremsen. Und da vorne ist Gevelsberg. Fast pünktlich. Nice. Unsere Busse können das nicht in meiner Stadt. Ja, was ich vorhin noch sagen wollte, ist, dass mir bei den älteren Strecken, ehrlich gesagt, der Winter halt eben nicht besonders gut gefällt, weil letztendlich der Winter irgendwie nur so eine Art, mehr oder weniger eine weiße Textur ist über dem, über das ganze Zeugs hier. Und ich finde es nicht so schön, ehrlich gesagt. Also wir haben hier keinerlei Schneeanhäufungen, okay, das ist vielleicht etwas kompliziert zu programmieren, das könnte etwas belastend sein für die Performance, aber dass beispielsweise hier einige der Bäume, glaube ich, sogar noch ihr Laub haben, ist halt nicht cool und dass im Grunde genommen die Bäume nur eine weiße Textur drüber haben, ist auch nicht so nice. Aber bei den neueren Strecken, bei Dresden-Riesa oder ich glaube angefangen hat das mit der Boston Sprinter Route, da haben sich tatsächlich die Wintertexturen ordentlich verändert und die sind einfach jetzt deutlich schöner als jetzt bei den noch bei den alten Strecken. So 90er Ankündigung, lag jetzt kein Magnet, aber wir bestätigen trotzdem. Vielleicht. Ja, schwierig.
sehr schwierig. Schon zu. Eine Minute Verspätung. Dazu kann ich nur sagen, pardon. Aber bei den Bedingungen für dich ist eine Minute mehr als nur vertretbar. So 90 gelten hier. Erster 2022. Ja, stimmt sogar fast. Nicht ganz, aber gar nicht mal so weit von entfernt. Ab hier gelten dann 100. Aber ja, wir sollten schon warten, bis unser ganzer Zug dann vorbei ist. Aber wir müssen eh jetzt anhalten. Also schon mal langsam bremsen. So, der Bahnsteig ist lang. Wobei, stimmt gar nicht, das ist eine Mauer da hinten. Ja, vielleicht overshooten wir wieder ein bisschen. Okay, gut, wir sind nicht ins Rutschen gekommen, dann passt das. Okay, so Tür auf. Der Kollege fuhr nach Mönchengladbach. Screenshot, einen guten Screenshot hier. Achso, Türen zu. So, Hagen-Holbing. Dem Signal da vorne gelten die 80, beziehungsweise ab hier. Und bis zum Bahnsteig sind es auch vielleicht nur noch 500 Meter. Also bremsen wir auch schon mal ein bisschen. Das reicht. Lösen aus. Fahren weiter. Und halten dort an, wo wir es als sinnvoll erachten. Vielleicht ein bisschen zu früh. Und hinter dieser Rechtskurve ist dann Hagen-Holbing. Der Ausstieg befindet sich
wenig überraschend in Fahrtrichtung rechts, sofern unser Zug überhaupt es schafft, an diesem Bahnsteig anzuhalten, was ich aktuell für nicht ganz realistisch halte. Ja, okay, gut, die erste Tür ist vielleicht... Naja, ist ja nur der Merkzweckbereich mit den Fahrrädern und Rollstühlen und so. Die schaffen auch schon so, die Lücke zu überspringen. Nein, ist natürlich absoluter Quatsch. Gerade bei der ersten Tür sollte man darauf achten, dass die am Bahnsteig steht. Denn die Personen, die in irgendeiner Form mobilitätseingeschränkter sind, sind Menschen, auf die wir besondere Achtung geben sollten, geben müssten. Gerade Menschen mit Rollstühlen. War jetzt bei mir natürlich nur ein schlechter Witz. Aber in Realität muss man natürlich gerade diesen Menschen besonders die Möglichkeit geben, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Und das heißt unter anderem auch, dass die Züge an den Bahnsteigen richtig halten und nicht der Herr Lokführer hier vorne irgendwelche Sätze raushaut, von wegen er hält da, wo er gerade Bock hat zu halten. Natürlich Quatsch. Okay, 70er Ankündigung, wir drücken PZB wachsam. So, langsam Fahrt angekündigt, und zwar laut HAT 70. Ich weiß nicht genau, was nach den 70 jetzt kommt, aber wir bremsen schon mal langsam. Ab hier gelten die 70. Wir sind hier im Gefälle, also ein bisschen mehr bremsen. Ordentlich im Gefälle. 3 Grad, eieiei. Oh, nein. Eieiei, war das eine schwere Geburt? Kommt man denn hier hoch? Ah, hier ist ein Streckenplan. Von hier. Mhm. Interessant. So, Ankündigung auf 40. Stellen wir uns mal direkt am Signal hin. Oder spielen wir mal Signal. Anyway, gehen wir mal hier runter. Das wird bestätigt mit PZB wachsam. Und dann sind wir jetzt gleich in Hagen.
Kopenhagen endet auch unsere Fahrt. Nicht in Frankfurt, wie es vielleicht das Fahrgastinformationssystem uns weismachen möchte. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal an dieser Stelle fürs Zuschauen. Und ich hoffe sehr, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Aber die Einfahrt in Hagen machen wir noch gemeinsam. Ach ja, das gute alte Hagen ist eigentlich... Jetzt muss ich mal ganz kurz was nachgucken. Es gibt hier in Hagen, auf dieser mittleren Plattform hier, gibt es witzigerweise ein Schild, das besagt, dass Fahrgäste nicht auf dieser Seite aussteigen dürfen, wo ich mir echt denke, ja, schön, Hagen ist ein einziger Running Gag, der Bahnhof. Gut. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich nochmal und ich hoffe sehr, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht das gut, tschüss und auf Wiedersehen.